Gemeinsam erläuterten die Beteiligten des Bündnis für Wirtschaft den Ablaufplan für den Workshop Zukunftshoffnung Migration – Wege zu einer besseren Willkommenskultur. Beginn ist voraussichtlich in diesem Sommer. Der Kreis Segeberg hat gegenwärtig noch kein Problem, kein großes Problem mit der demografischen Entwicklung, aber es wird auch in der Zukunft kommen. Die IHK-Schätzungen gehen in die Richtung, dass sie sagen, von den 80.000 Arbeitsplätzen sind vielleicht 50.000 mittel- bis hochqualifiziert. Und davon wird jeder Fünfte oder jeder Zehnte wegfallen. Das heißt, wir werden absehbare Zeit ein Fachkräfteproblem haben. Und da überlagern sich zwei Bewegungen. Einmal die demografische Entwicklung und dann die Migrationsbewegung, die in diesem Jahr erheblich an Dynamik zulegen wird. Nutzen wir doch das als Potenzial, als Chance. Denn diejenigen, die kommen, sind in der Regel gut qualifiziert und sie sind auch hoch motiviert und würden sich eher heute als morgen in den Arbeitsprozess einbinden, wenn sie denn so schnell wie möglich die Sprache lernen könnten. Und das ist die zentrale, essentielle Voraussetzung. Da muss natürlich mehr getan werden. Der Kreis tut einiges. Aber die Politik muss hier tatsächlich mehr Geld in die Hand nehmen. Und es müssen die Unternehmen, die Handwerksbetriebe, sich auch für die Migranten öffnen, für die Flüchtlinge öffnen und ihnen Chancen geben. Also zum Ersten muss uns Migration in einem ganz besonderen Maße befassen. Sie befasst die Gesellschaft, ganz klar, lesen wir jeden Tag in der Zeitung. Aber auch im Kontext von Fachkräften müssen wir uns mit Migration befassen, denn die Migration kann, und ich sage sogar, sie wird, die Chance sein, unsere Fachkräfteproblematik der Zukunft, die im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel zu sehen ist, zu lösen. Aus dem Grunde setzt die IHK auch auf Migration und versucht eben, alles daran zu setzen, in Zusammenarbeit zum Beispiel auch hier im Kreis Segeberg mit der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft und dem Bündnis für Wirtschaft, dort Menschen, die zu uns kommen, relativ schnell in die Wertschöpfungskette zu integrieren. Das ist die große Aufgabe, große Herausforderung, keine Frage, aber daran arbeiten wir täglich. Auf jeden Fall und auf jeden Fall auch einen großen Bedarf an weiteren Menschen, die hier Arbeit suchen werden und auch aufnehmen werden. Das können Flüchtlinge sein, das können aber auch durchaus Migranten sein, die jetzt geplant und gezielt zu uns ins Land kommen. Wir sind selber sehr aktiv und nehmen auch teil an anderen Projekten, um attraktiv zu sein für Migranten.